Hallo Stream, scheinbar scheint das Ganze wieder zu funktionieren. Nach einigen Stunden des Setups hoffe ich, dass es jetzt dauerhaft synchron bleibt. Dass alles andere auch funktioniert. I'm happy. I'm happy und ich wollte zu Rot. Schon wieder 3 Stunden knapp her, seitdem ich weitergespielt habe, gefühlt. Na gut, vielleicht anderthalb oder zwei. Ich weiß es nämlich gar nicht mehr. Hier unten. Hier soll es sein. Da vorne, ja. Was muss ich denn da machen? Ein Horn des Drachen aus Feuer zu sich bohren. Oh nö. Ey. Weg hier, Spastis. Bogen nehme ich mal mit. Ciao. Ne, er lebt noch. Alter. Ich mich darunter locken. Ciao. Arsch. Wo soll denn jetzt dieser Drache da sein? Kommt nur manchmal was. Ich soll sein Horn durchbohren, warte. Shit. Oh no. Ja, doch. Nice. Ich hab sein Horn erwischt. Ich hab sein Horn erwischt. Der Zufall auch. Oh. Ist bestimmt geskriptet. Safe ist das geskriptet. Da fliegt die Schuppe. Kann ich noch mehr rausholen? Na komm. Bisschen höher ziehen. Nee, ich kann nur eine holen. Dann besorge ich mir die doch mal schnell. Wo ist jetzt da vorne? Okay. Ah, ich will nochmal zurück da, wo ich vorhin war, weil da war eigentlich noch ein Ding. Eldra Hornsplitter. Noch eine Wand zum Aufspringen. Ein Fragment aus Eldras Horn. Es soll die kristallisierte Macht des Feuers selbst enthalten. Man kann es teuer verkaufen, doch es soll eine andere Verwendung geben. Sehr schön. Direkt neben dem Rätsel hier gelandet. Ist doch gut, dass ich hier runter bin. Und zwar muss der hier eigentlich nur da hin, oder? Nee, da hoch. Da hoch. Plopp. Was? Nein. Natürlich. Oder? Hä? I don't get this. Ah, nein. Ja. Es muss da hin, auf die Seite. Das soll so confusing sein. Man muss um 90 Grad drehen im Kopf. Gibt's hier Aufwände? Irgendwie nicht so wirklich. Aber muss ich da wieder hoch? Let me try something. Wo ist mein geiler Anzug hier? Ist es hier zu kalt? Nein. Hier ist es tatsächlich perfekt. 19 Grad. Einmal den da. Und jetzt mein Bestes geben, um hier hochzukommen. Die Wand ist echt gigantisch. Hier oben kann ich zumindest kurz resten, so wie das aussieht. Ja, cheaten. Was auch immer.
gleich einfach meinen Ausdauerstuff, den ich mir gemacht habe. Auch wenn es ärgerlich ist, so kurz davor. Aber ich werde es tun müssen. Hier, das da. Das ist gar nicht so viel. You are a party freak. Hallo. Das kommt gerade durch meine Boxen, weil ich das so einstellen musste. Du bist der Erste, der es anwendet, weil ich es vorhin das angemacht habe. Hi, Drax. Und es hat mich gerade hart erschreckt. Jetzt hast du wahrscheinlich die Nachbarn aufgeweckt, weil es ein bisschen laut war. Lass mich kurz Ausdauer aufbauen. Wie geht's dir eigentlich? Oh, fuck. Ja, muss ja auch getestet werden. Stimmt schon. So. Ich habe mich verguckt vorhin. Wahrscheinlich. Schön zu hören. Nee, habe ich nicht. Schön zu hören, selbst auch. Hatte gerade nur 2-3 Stunden lang zu kämpfen, bis ich mal die ganzen Einstellungen hier richtig hinkriegen konnte. Damit der Sound zum einen synchron ist, ich was hören kann, der Stream was hören kann. Hallo Miaucat, wo kommt ihr denn jetzt alle her? Vorhin habe ich 2 Stunden lang gestreamt und es kam einfach keine Sau. Hi Wolf. Ich wollte gerade mit dem Typen reden, jetzt werde ich hier unterbrochen. Ja, sterbt. Was will der denn, der Masuli? Oh, du bist es. Hätte nicht gedacht, dich hier zu treffen. Wer bist du überhaupt? Ich hab vergessen, wer das ist. Einmal mit Profis. Ja, ja. Der Häuptling hat mich herabgeschickt, um ein Auge auf den Drachen zu haben, der hier gelegentlich erscheint, den ich vorhin abgeschossen habe. Ein Viewerhaus. Wow. Hat sich voll gelohnt. Danke, Drax. Du bist random hier. Das ist alles ein komischer Zufall. In letzter Zeit ist er ziemlich oft zu sehen. Es machen sich alle Sorgen, dass er in das Dorf einfallen könnte. Das ist übrigens heute nur ein Teststream, weil ich schon ein paar Mal von der Switch aus gestreamt habe, aber jedes Mal, dass der Ton nach einer Weile asynchron wurde. Jetzt habe ich mit dem Support 10-mal, ich glaube wirklich 10-mal hin und her geschrieben, bis er jetzt das Ganze weiterleiten konnte an die Qualitätsabteilung. Jetzt haben die einen Vorschlag gemacht und jetzt tue ich diesen Vorschlag hier gerade mal versuchen. Also, bis 1 Uhr circa werde ich noch streamen, schätze ich, und mal schauen, ob es bis dahin synchron bleibt. Ach so, bist du das Secretly Gronk, Drax, oder wie sieht's aus? In letzter Zeit ist er ziemlich oft zu sehen. Es machen sich alle Sorgen, dass er in das Dorf einfallen könnte, der Drache. Da war ja diese Sache mit Medo, also kann ich ihnen nicht vorwerfen, dass sie besorgt sind. Bisher scheint alles in Ordnung zu sein. Er wird bald zum Dorf zurückkehren. Ich mache jetzt diesen Schrein da hinten, nachdem ich diese Wand da zerstört habe. Ja, so viel zu tun in Zelda. Ja, selbst wenn du verschwinden solltest, kann ich das ja selbst noch nachprüfen im Nachhinein. Welche Quest ich mache? Ich mache gerade die dritte der... Halt, stopp. Ich muss mich wieder mal in die Steuerung einfinden, weil ich 10 Tage nicht gespielt habe. Die Ballade von Revali, von den Balladen der Recken, ist eine DLC-Quest. Ich möchte nämlich das Spiel noch so ziemlich vervollständigen, bevor ich zu Ganon laufe. Und wenn ich das gemacht habe, will ich noch einmal Ganon in Unterhosen im Master-Modus erledigen. Und das wird eine gestörte Challenge sein. Aber gerne. Drax, der Commander Root, der ist irgendwie dauerhaft da, wenn ich online bin. Ich habe schon fast vermutet, dass er neuerdings ein Bot ist oder so. Bis um 1 bist du nicht da. Okay. Nicht wegrollen, du bist ein Würfel. Na gut. Topaz und Rhodonit, das hat sich gelohnt. Ja gut, stream ich halt nur bis halb, je nachdem, ob doch noch jemand kommt. Ich muss ja auch morgen aufstehen, ich muss auch arbeiten.
Mein Monitor hat mir vorhin den Arsch gerettet jetzt, weil ich muss mein Headset in den Monitor reinpluggen, damit ich das Spiel hören kann. Damit ihr das Ding hören könnt. Und damit ich auch die Töne hören kann, musste ich die noch auf den Lautsprecher verlegen. Heißt, Taunts und Alerts kommen durch den Lautsprecher bei mir und ja. Je nach Tageszeit kann ich das mal lauter und leiser stellen, schätze ich. So, da oben ist der Schrein. Das Bild bei mir ist ein bisschen... Also man sieht die Pixel ziemlich deutlich, gerade auch beim Ausdauerbalken oder bei den Kanten von den Herzen. Da habe ich mir noch einen HDMI-Splitter bestellt vorhin, ganz spontan. Der das auch lösen müsste. Hm. Ausrufezeichen P oder Profil. Du bist ein Mod und kannst die Basics nicht mehr. Also bitte, Drakes, du warst schon lange nicht mehr hier. Zu lang. Okay, die Schreine möchte ich auch alle machen. Und die Crocs, ich weiß nicht, ob ich die Crocs wirklich machen möchte. Alles, was die machen, ist halt das Inventar erweitern. Und das brauche ich vielleicht nicht unbedingt. Noch ein Viewer-Host, oder wie? Ja, vielen Dank. Ist wahrscheinlich dein zweiter Account, Rex. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Shirito Gorma irgendwas. Ich hab's nicht ganz genau gelesen. In Ruhe zielen. Oh, shit. Fast schon beim ersten Sprung verkackt. Rückwärts fliegen, weil ich Badass bin. Da muss ich doch eine Bombe reinwerfen. I know it. Wenn die da jetzt nur bleiben würde, dann lege ich sie halt einfach hin. Ja. Zack. Das Schreien ist easy. Ja, dann. Du sollst es da reinlegen. Danke. Oh Gott. Jetzt wollte ich gesehen, was danach passiert. So, ich komme auch so darüber. Schön. Ja. Nimm mich hart. I didn't say this. Muss ich das auch noch richtig timen? So in etwa? Nee. Ey, das ist gar nicht so einfach. Wie es scheint. Wie soll ich denn das machen? Wie soll ich denn den da mal anblasen? Hast du schon vorher? Ah, warte mal. So. Das passt nicht. Aber ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Ah. Verrat's mir aber bitte nicht zuzeitig. Jetzt weiß ich es halt schon. Aber... nicht spoilern in dem Sinne. Ist ja eigentlich kein Spoiler, nur ein Tipp, aber ich möchte es noch bevor es frustrierend wird, selbst rausfinden. Solche Dinge. Reicht das? Ich glaube so. Glücksrad müsste eigentlich noch gehen. Ja. Warte mal. Nochmal einfrieren. Oh shit. Das reicht doch nicht. Bin ich gerade doof? Warte mal, ich habe eine Idee. Nein, ich kann hier keine Specials benutzen, sonst wäre ich da hochgeflogen. Ich spreng die anderen beiden jetzt auch mal weg. Ach, Güxrad. Ist er gerade auch verschluckt. So. Bam.
Yes, das passt. Jetzt noch warten, bis sich der Scheiß wieder auflädt. Und dann versuche ich da mal irgendwie rüberzukommen. Ich weiß halt gerade nicht genau, wie ich da... wie es gedacht ist. Ah, okay. Der Wind geht weit. Das Schreien war echt nicht sonderlich schwierig. Ich mag die DLC-Schreine, die sind allesamt richtig gut. Also gut im Sinne von, sie sind nicht geschenkt, aber auch nicht zu schwierig. Du musst immer kurz nachdenken, aber kommst schnell auf die Lösung. Ich mag solche Schreine. Damit habe ich alle drei. Jetzt muss ich doch nochmal zum Titanen. Aber davor erstmal wieder zu diesem dritten Schrein. Bin gespannt, wie der Skill, also die Fähigkeit, dann verbessert wird. Entweder lädt sie sich schneller auf oder man bekommt einen noch größeren Schub mit dem Aufwind. Also man kommt noch weiter hoch. Bin ich mal gespannt. Es regnet, natürlich. Muss ich eigentlich ins Dorf der Orni? Ach, zum Titanen selbst muss ich. Ja, gut. Manmedo. Geile Pose, Link. Wie, du musst schon weg. Kommst rein und gehst wieder. Adieu. Bis bald, Miau. Falls du wiederkommst. Dankeschön, Salvation. Das kam auch durch die Lautsprecher. Wunderbar, dann funktioniert das also. Ich hab's ja getestet, aber im Ernstfall ist es halt immer gerne mal am Rumspinnen. Trotz allem. So. Steve. Ah. Ein Hostling. Salvation und Botstein, ihr habt fast dieselbe Farbe bei mir und ich find's uncool. Vor allem der Name ist fast noch gleich lang. Jetzt verwechsel ich euch immer. Du hast es drauf. Ich habe immer noch dieses alte Bild mit den Mods. Irgendwann eines Tages werde ich das auch mal updaten müssen. Mit den Pokémon. Apropos Pokémon. Ich freue mich auf November. Generell, ich werde jetzt sehr viel von der Switch aus streamen. Mario Party. Alleine und mit der Freundin dann im Oktober. Im November Pokémon, im Dezember Smash. Ich freue mich hart auf Smash und ich weiß nicht warum. Ich habe es bisher noch nie besessen, aber ich will es. Rocket League. Ich spiele das immer noch täglich. So gut wie täglich. Jetzt hänge ich auf Champion 2 rum. 1 und 2. Ich lese das hier alles nicht vor, weil das jedes Mal dasselbe ist. Endlich mal, ja, ja. Ey, das Timing war aber super. Das Lustige ist, ich war in einem Monat weiter als mit Töfti nach einem Jahr. Insider vergessen. Ja, ja. Genug Infos. Ich muss den Typen fertig machen. Ach, das war der Titan, stimmt. Wie mache ich dich denn am geschicktesten? Ich habe nur Holzpfeile.
Shit. Ich muss seine Kanone abknallen. Ich erinnere mich. Falkenbogen, Doppelschussbogen, Ischienbogen. Was habe ich eigentlich für Bodenwaffen? Nur ein Eisvogelschwert. Was auch immer ein Eisvogelschwert ist. Hatte ich auch noch nie. Warte mal. Ich kann doch hier mit Sicherheit Typen fotografieren. Lächeln. Eintrag im Handbuch wird ergänzt. Falls ich mal den Windfluch zufällig einfach so suchen möchte, kann ich ihn tracken. Nee, die Fotos werde ich bestimmt nicht alle machen für die 100%. Das gehört zu den 100% und ich will ja die 100% eigentlich machen, aber in dem Game ist es einfach too much. Ja. Das war zu hoch. Holy shit, der ist ja voll schnell. Das Auge macht wirklich mehr Sinn als auf die Kanone. Na. Solange nicht zum Ballern kommt, ist alles gut. Was mache ich denn, wenn die 100 Pfeile mir ausgehen? Oh shit. Jetzt wird er ein bisschen sauer. Ey, das Ding verfolgt mich hart. Geh weg. Ah. Das waren zwei Volltreffer. Rennen. Höh. Rennen ist für Pussys. Ich denke, und heute ist Donnerstag. Dem ist nicht so. Morgen Abend kann ich ja nur streamen und Wochenende. Ach, eher nicht, wenn die Freundin da ist. Außer man streamt mal zusammen. Mario Party käme in Frage. Oh shit. Der Typ ist echt ein bisschen. Er hält viel aus. Ich versuche es nachher mal mit Explosivpfeilen. 5 Stück habe ich davon, ja. Bestimmt eine bessere Methode für das Ganze. Gleich müsste er, glaube ich, saurer werden, wenn ich ihn halb erledigt habe. Ja, genau jetzt. Was können die Dinger denn nochmal? Alter! Irgendwas hat er gemacht. Oder versucht. Ey, dein Cooldown ist nicht abgelaufen, Drax. Schieß mal Explosionspfeil da hoch. Oh, dann kommt er runter. Das war gut. Ich kann das 3-mal machen mit dem Ding. Merke ich mir. Ich muss ihn erstmal knallen lassen. Na komm. Boah, was kommt denn jetzt? Ja, friss halt. Jetzt macht der sich. Leck mich. Das war ein verschwendeter Pfeil. Chris. Er fällt nicht immer runter. Muss er nicht mal schießen, durchatmen und dann. Jetzt macht er nicht mehr. Oh, du Schwanz. Was zur Hölle? Ach, so sah das vorhin auch aus. Habe ich noch nicht mitbekommen. Ein. Nee, ich habe keinen mehr.
RIP. Muss jetzt mit normalen Pfeilen machen. Aber ich habe ihn bald. Der ist einfach im Vergleich zum letzten. Der letzte war ja richtig schwierig, fand ich. Bogen ist gleich kaputt. Okay. Doppelschussbogen. Der hätte vielleicht von vornherein Sinn gemacht, um zu beschleunigen. Was ist wieder los? Ich wurde erst einmal komplett im ganzen Kampf erwischt. Das ist wirklich der einfachste, finde ich, bisher. Ha! Weg mit dir. Puh. Ich hoffe einfach, der Sound passt. Ich kann es selbst nämlich gar nicht testen. Immer die gleiche Frage, aber jetzt bleibt sie auch so, denn den Switch-Sound, den verstelle ich nie. Der bleibt dann fix in OBS eingespeichert. Siehst du, Drake, seine Leute sind wieder weg. Hat Dragon gar nichts gebracht. Dian, selbst wenn unsere Ziele andere sind, gehen wir den gleichen Weg, obwohl ich natürlich lieber fliege, als zu gehen. Nun, da ich dieses Gebiet selbst bereist und die Geschichten über den Recken der Orni Revali gehört habe, da möchte ich ihm ein anderes Denkmal nutzen, als ich es im unvollendeten Lied meines Meisters höre. Könnte. What? Daher möchte ich Zeit in der Nähe des Titanen Van Medo verbringen, der von Revali gesteuert wurde. Jetzt bleibt nur noch einer, der auf dem Vulkan. Ich habe ein Lied geschrieben, ein Lied über die Revali. Das war schnell. Höret die Geschichte desjenigen, der Medos Lenker war. Das ist immer so awkward, wenn du nicht weißt, wie die Melodie sein soll. Liegt an Zelda. Was liegt an Zelda? Oh, da ist Zelda. Liegt an Zelda? Nee, es hat tatsächlich die meisten Leute angelockt. Jetzt weiß ich, was du meinst. Das reicht nicht. Ich muss in der Mitte des Wirbels bleiben, sonst komme ich nie nach oben. Ihr guckt mir heimlich zu? Das ist aber nicht die feine Art. Euer Hoheit. Ich find's fein. Verzeih mir. Die Leute im Dorf hatten mir gesagt, dass ich dich hier finden würde. Ich verstehe schon. Es ist Zeit, dass ich mich entscheide. Ich werde mich für euch um die Verheerung kümmern. Dieser Ganon ist bald Geschichte. Vielen Dank. Hallo, Nintendo-Fan. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Ohne aber dich... ich muss euch warnen. Immer hat er Warnungen und Einwände. Dieser Typ. Thank you.
Gute Nacht, Rakes. Mit einem Boom verabschiedest du dich. Mit vielen kleinen Booms. Not bad. Wie war das? Ich soll dem Träger des Bandschwerts die Hand halten? Damit dem armen kleinen ja nichts passiert. So war's doch. Ich hoffe, er verliert nicht sein Selbstbewusstsein, wenn er meine Künste sieht. Nicht, dass es am Ende Tränen gibt. Ja, das war eine coole Cutscene. Fehlt nur noch eins. Mir scheint, dass der Recke meines Stammes nicht besonders gut darin war, seine wahren Gefühle zu zeigen. So schätze ich ihn auch ein, ja? Wie findest du die Ballade von Revali? Ich wollte zeigen, was Revali wirklich fühlte und glaube ich, meinem Meister einen Schritt näher zu sein. Oh. Mir ist noch nicht alles klar, aber ich verstehe immer mehr, wie die fehlenden Verse aussehen sollten. Ich muss zugeben, das hätte ich dir nicht zugetraut. Revalis Sturm wird dir nun noch bessere Dienste leisten. Was für Dienste denn? So langsam bist du bereit, es zu Ende zu bringen. Ganons letztes Stündchen hat geschlagen. Noch nicht ganz. Die Konsole ist meine Liebste. Ich hab... Meine letzte Konsole vor der Switch war der Nintendo DS. Oder die PlayStation 2, je nachdem. Sie lässt einen auffinden, die Kraft leert sich schneller wieder auf. Okay, damit komme ich klar. Ich habe keine liebste Konsole. Tatsächlich. Ich war immer der PC-Gamer und die Switch ist halt eine Ausnahme, weil... Nintendo halt. Und Nintendo hat mich echt wieder zurückgeholt. Hab's früher nicht gemacht wegen... ja, Geldproblem unter der Mutter gewohnt und so, aber seitdem man alleine lebt, kann man sich halt selbst Dinge gönnen. Und da wollte ich halt einfach sofort die Switch haben. Nicht sofort, das kam mega spontan und jetzt bin ich mega glücklich damit und ja. Finde ich gut. Ein Apfel für die Statue. Ja, gerne doch. Ich habe noch 68. Von dem her. Bitteschön. Hallo, Krog. Gib mir dann den Samen. Jetzt wieder Leuchtsteine. Habe ich die nicht für irgendwas gebraucht? Ich glaube, man konnte die gegen Diamanten eintauschen. Ich klaue dir jetzt die Äpfel. Ciao. So, bleibt nur noch das eine letzte und das ist auf dem Vulkan oben. Ich muss mich mal kurz umziehen, entsprechend. Wo ist denn mein hier? Antifeuerhelm, Antifeuerrüstung, Antifeuerhose. Entschuldigt bitte. What? Bei wem? Wofür? Wie komme ich da am schnellsten hin? Ich versuch's mal so. Schuhfusch. Oh, ärgerlich. Ich habe keine liebste Konsole, habe ich gemeint. Denn ich habe vor der Switch war meine letzte Konsole wirklich eine PlayStation 2. Ich bin ein PC-Gamer. Und seitdem ich jetzt halt alleine wohne und selber Geld verdienen kann und alles... kann ich mir halt auch mal wirklich Dinge leisten und da habe ich... hat mich Nintendo halt wieder zurückgeholt. Und zwar richtig. Ich habe ja die paar Spiele hier. Ich habe immer noch kein Mario Odyssey gespielt, weil ich das noch nachträglich machen muss. Möchte im Stream. Und Mario Party kommt dann noch, Pokémon. Und... das war's noch. Smash natürlich. Meine Fackel verbrennt. Oh nein. Den Bogen muss ich wegwerfen und den Falkenbogen auch. Sorry. Oh Gott, nicht in die Lava fallen.
Nintendo hat einfach eine ganz andere Qualität von Spielen. Also die Spiele haben eine ganz andere Qualität. Es ist toll, wieder zurück zu sein, würde ich fast sagen. Ich spiele schon seit 20 Jahren auf dem Nintendo. Mit der SNES habe ich ja damals angefangen. Dankeschön, Nintendo-Fan. Wo muss ich genau hin? Hinter den Fluss, den Lavafluss da hinten. Wie komme ich da am besten hin? Ganz okay, außen rumlaufen ist keine Option. Eine Brücke gibt es hier auch nicht. Vielleicht komme ich darüber. Ich versuch's mal irgendwie. Halt, ich weiß doch, wie ich es am besten mache. Wozu habe ich denn die Fähigkeit? Da. Ich stelle mich mal kurz hier hin. Ich mach's jetzt einfach nochmal. Ja, was meinst du damit? Musst du gehen? Dein Kommen beweist deinen Mut. Mal wieder. Ja, gleiches Spiel wie immer. So was zu erledigen. Okay. Um die Zeit noch. Direkt neben dem Krater. Boah, wie komme ich denn da hin? Die Winde haben mich doch letztes Mal beeinträchtigt. Vielleicht sind die auch weg, die Winde. Das wäre schön, dann müsste ich da oben mal erkunden. Da war ja was. Nee, halt, da war ich doch schon drin. Never mind. Oh, noch jemand in dieser Hitze unterwegs. Setz dir die Hitze nicht auch zu. Auch nicht zu. Ich weiß ja, dass es mich eigentlich nichts angeht, aber ich sorge mich um dich. Hast du vielleicht etwas Brandschutzmedizin eingenommen, so wie ich? Hab ich nicht. Du liebe Zeit, da macht die Hitze ja genauso wenig aus wie den Goronen. Wenn ich keine Brandschutzmedizin einnehme, verwandle ich mich ganz schnell in ein Brathähnchen. Genug davon. Okay. Dann bis bald, schätze ich mal. Sieh nur, einzelne Monumente aus einem unvollendeten Lied meines Meisters. Aber du weißt, das weißt du ja mittlerweile. Ach ja, ob mein Meister an diesem Ort über das Lied nachgedacht hat? Lass mich das Lied vortragen, das mein Meister mir hinterließ. Diese Verse ehren Daruk, der sich... ja. Schneller ausdrückt, als ich hinterherlesen kann. Udania bindet sich im Feuerglühen, folgt nur dem heißblütigen Recken kühn. Größere Kräfte noch zu ergründen. Folge dem, was die Monumente künden. Es gilt, den Giganten aus geschmolzenem Gestein zu besiegen. Warte, was? Es gilt, die Lichtringe des Vulkans zu durchfliegen. Es gilt, der Lava Hitze zu ertragen. Prüfungen, die nur Recken wagen. Gute Nacht, Nintendo-Fan. Wäre lustig, wenn du der Echte wärst. Der hätte hier aber nichts verloren. Ich meine, der hat selbst Zelda. Und was meinst du? Ich glaube, ich verstehe die Recken jetzt besser. Ich bin kurz davor, alle grundlegenden Verse zu vervollständigen. Ich kann den Heldenmut der Recken jetzt noch spüren, auch wenn das alles schon 100 Jahre her ist. Mein Meister sagte immer, dass man reisen und mit anderen sprechen muss, wenn man ein gutes Lied schreiben will. Also folge ich nun seinem Rat und spreche mit vielen Leuten. In Goronia habe ich Yunobo und Bludo getroffen, die etwas über den Recken der Goronen wussten. Sie haben mir beide höchst interessante Geschichten erzählt. Ihre Geschichten werden mir ganz sicher dabei helfen, die grundlegenden Verse des Liedes wiederherzustellen. Oder fertigzustellen. Ich sollte vorlesen, statt vorauszulesen. Sollte hier aber einfacher zu finden sein, schätze ich mal. Einmal du. Dann einmal... du, ist vielleicht nicht so ganz einfach, aber ich schau mal.
Und das da hier... kann ich gerade auch nur einschätzen. Aber ich werde es schon finden. Das hier kann ich löschen, das habe ich jetzt nämlich. Löschen. Das hier lösche ich auch mal. Den habe ich registriert. Ich mache erstmal den Gipfel. Und zwar am unteren Ende des Gipfelnippels. Wenn ich es so mal ganz akkurat sagen darf. Hier in etwa. Gehe ich da halt mal hin. Und zwar vom Titanen aus. Bin ich mal gespannt, wie schwierig das Ganze wird. So wie ich das verstanden habe, muss ich einmal diesen Lava-Ivarok besiegen. Genau. Das habe ich, glaube ich, sogar schon mal gemacht. Das war gar nicht so einfach, weil man den erstmal schmelzen musste. Wie habe ich das eigentlich angestellt? Gute Frage, mit Eispfeilen eventuell. Die ich nicht habe. Da vorne, ich muss das Ganze durchfliegen. Schon cool hier im Krater. So. Geh mal her. Oh no. Da hochklettern. Oh shit. Oh, los. Oh shit, jetzt muss ich da runter. Das war ein Fail. Der ist ja gar nicht gesprungen. Ups. Das mache ich nochmal. Warte, ist das aktuell? Ne, es ist neu, okay. Nochmal von neuem. Ich war nicht darauf vorbereitet, gleich klettern zu müssen. An der Stelle. Boah, dann schaffe ich das jetzt noch schneller. Was aber auch keinen Unterschied macht, denn geschafft ist geschafft. Den könnte ich sogar jetzt verwenden. Das hat sich ja schnell wieder aufgeladen. Yeah. Hey, halt, wo geht's denn hier weiter? Ja. Also, ich habe gerade absolut keinen Plan, wo es weitergeht. Ich muss gleich mal schauen, wo der Trail dahin fliegt. Denn das war gerade einfach nur... What? Das Ding war ja nirgendwo. Also zum dritten Mal. Alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Von dem her. Hopp. Boah, gerade so. Jetzt aber. Ich weiß nicht die effizienteste Variante, aber... ja doch, gut. Geht schon klar. Diesen Trail muss ich nächstes Mal verfolgen. Nach rechts muss ich... wie habe ich das vorhin übersehen? Oh shit, das war fast zu tief. Not bad. Alter, das ist geil, actually. Lass mal ein Foto machen. Das war cool. Ventilator läuft hier noch auf Hochtouren. Geh mal aus.
Ugh. So. Au, bin ich verkrampft. Immerhin erscheint er direkt vor mir. Perfekt. Shadowlon-Schrein. Bisher waren alle der DLC-Schreine cool. Kein einziger, der mich genervt hat und kein einziger, der zu einfach war. Alle angemessen. Mal sehen, ob auch die letzten drei Traditionen beibehalten können. Bestimmt gibt es dann noch einen ganz letzten im toten Winkel. Hm. Also danach noch einen allerletzten Schrein, kann ich mir vorstellen. Okay, wie zur Hölle ist das jetzt schon wieder geplant? Oder gedacht? Ich kann hier klettern. Ah, okay. Das ist ganz logisch. Erstmal sterben. Mit dem Rücken kannst du dich ja leider nicht so leicht festhalten, Link. Deshalb solltest du dich schon drehen. Auch wieder einer dieser Schreine. Du denkst mal eine Minute nach und dann hast du sofort raus, wie es geht. Obwohl, bei dem musst du jetzt nicht groß nachdenken eigentlich. Da ist halt einfach einfach. Einfach, einfach. Muss ich oben drauf? Nicht, dass Link einfach das Seil nimmt. Das wäre zu einfach. Das ist ein cooler Schrein. Geht's mehr um Geschicklichkeit als um Nachdenklichkeit. Das ist nie das Problem eigentlich. Ach, da sind solche Typen. Oh shit. Au. Halt! Halt dich fest! Reine mitgegeben. Ich glaube, ich muss die einfach nur schnell killen. Wie wär's denn damit? Oh shit! Ich habe gerade einfach mal ganz spontan die Stacheln da oben vergessen. Wollte die Typen töten. Und bin blind reingerannt. Jetzt! Nein, das machst du nicht! Nein, ich mache das nicht mit Absicht. Ich warte jetzt ganz brav auf den nächsten Würfel. Kann ich die von hier snipen? Ich kann... Ich bin auch doof. Ja, der Sora-Bogen. Und hol ihn dir. Ein Pfeil irgendwo hin und die fliegen schon runter. Ist ja easy. Ich traue mich jetzt nicht, den Bogen zu zücken. Ich weiß nicht, ob der runterfällt. Ich würde es gerne mal während dem Ding probieren. Es geht höchstwahrscheinlich nicht, aber wäre doch ganz cool. Okay, runter. So komme ich am besten runter. Das, was ich gerne mal verpeile. Ist da schon Schluss? Da gibt es noch eine dritte Section. Sieht nach einer dritten aus. Secret Truhe irgendwo? Ich meine, ich könnte darauf weiterfahren. Halt, wo geht's denn da hin? Ach, die fallen einfach runter, oder? Jupp, bye bye.
Ich sehe schon, ich brauche hier nachher das Eismodul für irgendwas. Holy shit. Kommt der denn runter da hinten? Was ist das? Nein! Ah! Spring! Close one! Das war echt knapp. Aber ich habe die Truhe gefangen. Nice. Feuer Großschwert. Gut, das hat sich gelohnt. Damit habe ich auch die Truhe hier. Alles wunderbar. Ach, hier darf ich jetzt klettern. Ich verstehe. Das war knapp. War an sich ein ganz cooler Schrein eigentlich. Die Tradition wird fortgeführt. Alle DLC-Schreine sind echt nice. Das ganze Spiel hätte mal solche Schreine haben sollen, neben den Kampfschreien. Nur, oh, das wäre zu schwierig gewesen. 120 Mal so gute Rätsel ausdenken. Ich glaube, da fehlt selbst Nintendo die Kreativität. Mal sehen, ob ich den Titanen noch mache, bevor ich offline gehe. Je nachdem, wie schnell ich jetzt die anderen beiden Spots finde und die Rätsel löse. Also die Schreine. So, das erste Bild kann weg. Bild Nummer 2. Da sind zwei symmetrische Pools so ziemlich an irgendeiner Spitze. Wo gibt's denn hier zwei symmetrische Pools mit so einer Spitze? Warte mal. Hier? Das sind keine Pools. Es könnte fast so eine Spitze hier sein, aber es, nee, das glaube ich nicht. Nicht die. Wo zur Hölle ist das? Kann man das Skelett schon auf der Karte sehen? Ich schätze nämlich nein. Da ist ein Skelett eingezeichnet, das ist ein viel zu großes, aber... Ich finde das jetzt ein bisschen schwieriger, tatsächlich. Ist es Vulkan? Nee. Dafür... Obwohl... Nee, glaube ich nicht. Es muss aber irgendeine Spitze sein. Das hier definitiv nicht. Das hier kommt halt für mich in Frage da oben. Obwohl das Ding hier nicht spitz genug ist. Wenn man das vergleicht. Nee, das ist es nicht. Sonst habe ich alles recht schnell gefunden heute, aber das hier jetzt... Ich war da unten noch nicht, oder? Also generell doch nicht. Zwei komische Öhrchen, die zu so einer Spitze führen. Wo kann das sein? Das nehme ich auch gerne Tipps aus dem Chat an. Wenn jemand da ist. Nesti, ich sehe dich. Du Lurker. Bei dem Teich hier? Nein, 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 nein.
Definitiv nicht. Irgendwo, wo es ganz viel Land gibt. Aber ich komme nicht drauf. Musik ist aber schön entspannt. Ich habe keinen Plan, was dieses Bild angeht. Der jetzige ist hier. Ich glaube halt nicht, dass es so mega weit weg ist. Also da drüben irgendwo. Das glaube ich eher nicht. Das sieht auch nicht ganz danach aus. Wo spreizt die Lava denn ihre Beine so wie hier in dem Bild? Sieht halt echt so aus ein bisschen. Wie so zwei Beinchen von so einem Strichmännchen. Nur ist die Frage, ob da unten ein ganzes Meer ist oder... Also ein großer See. Oder ob das nur ein kleiner Teich ist. Das wird nicht ersichtlich. Das macht es so schwierig. Ansonsten könnte man gut eingrenzen. Und ich schaue da unten an die gleichen Stellen. Bin auch doof. Okay, die Spitze ist ziemlich spitz. Rein theoretisch könnte es schon das da sein. Aber halt sehr nah rangezoomt. Und das glaube ich nicht. Da ist ein großes Skelett auf dem Ding. Und man sieht Steine nebendran, die sieht man hier nicht. Und das führt... Nee. Nee, das hört da oben auf. Bei irgendwas zwischen den Felsen hier? Ich habe erst nicht dran geglaubt, aber man weiß ja nie. Gibt's da einen Tunnel, wo die Lava durchfließt? Nee, gibt's auch nicht. Hä? Wie gesagt, ich nehme gerne Tipps aus dem Chat an. Wenn irgendeiner Bescheid weiß. Lass mich mal kurz lesen, was man hier machen soll. Den Giganten aus geschmolzenem Gestein der Lava-Hitze zu ertragen. Also die Hitze ertragen. Das wird wahrscheinlich genau das sein. Weil es direkt an der Lava ist. Aber halt keine Ahnung wo. Das sieht da links aus. Auf dem Bild die Steine wie so eine riesige Krabbe. Nee. Bin kurz davor, mal darüber zu gehen, aber es sieht halt nicht so aus. Ich glaube... Nicht, dass es... Doch, es könnte sein. Es könnte und deshalb gehe ich da jetzt hin. Erstmal natürlich die Markierung entfernen. Typisch. Dahin. Das war ganz außen am Krater entlang. Ah, wow. Ich teleportieren wird da, glaube ich, nicht allzu viel bringen. Benutzt aber gleich mal meine Fähigkeit. Ich habe vergessen, wie die Recken heißen. Ich kann gerade nur noch Mifa.
mal kurz. Oh, ich komme nicht ganz so weit rüber. Da muss ich an die Wand. Oh Gott. Okay. Alles gut. Warum ist es so anstrengend, einen Krater zu umrunden? Da ist eine Krabbe. Nee, da ist ein Vogel. Edelgeflügel. Hätte es noch 2 Sekunden liegen gelassen, wäre es noch frisch gebraten. Das ist das Tolle an den Physics in dem Game. Oh Gott. Pff. Ich hab Rutschen, hier gibt's wertvollen Stuff. Bernsteine, Salzstein. Das sind goldene Steine, dann gib mir doch was Gescheites. 2 Feuersteine. Ach, ich hab's gejinxt. Davon. Ich hoffe wirklich, das ist auch der richtige Ort, sonst nehme ich den ganzen Weg jetzt umsonst auf mich darüber. Einmal den Krater zu umrunden. Wie weit weg ist es denn noch? Einmal rüber, da fliege ich jetzt. Oh Gott. Zack. Sind ein paar Steine, wahrscheinlich zum Zerstören oder so. Also es müsste hier sein, wenn ich den richtig geschätzt hätte. Habe ich offensichtlich nicht. Und wenn, dann ist der Spot ein bisschen weiter hier drüben, bei den Felsen. Ich schaue gleich mal. Es sieht jedenfalls nicht so aus und ich habe es ehrlich gesagt auch bezweifelt. Aber ich hatte sonst keine Idee, wo es sein könnte. Hier gibt's nichts mehr. Doch, dich. Hey! Komm, lass dich hauen! Ach, stimmt. Dann halt nicht. Hier vorne, aber was soll hier sein? Hier ist gar nichts. Ist keiner im Chat aktiv, der kurz helfen könnte? Ich brauche nur die Location hier. Wo ist das? Offensichtlich nicht am Nordende des Kraters. Huch. Bin gerade ein bisschen aufgeschmissen. Es sieht aber schon Krater-like aus. Wirklich sehr nah rangezoomt. Oder als. Vielleicht schätze ich die Dimensionen auch ganz falsch ein. Wo könnte das. Ups. Wo könnte das sein? Die Karte war jedenfalls noch nie verdreht. Das wird sie jetzt auch nicht sein. Also wirklich eine Spitze, die nach unten zeigt. Und unten ist. Lava. Nur nicht erkennbar, ob es jetzt ein großer See ist oder ob es nur so ein kleiner Fluss oder irgendwas anderes ist. Und wie es da unten zusammenläuft, das erkennt man auch nicht. Man weiß nur Spitze. Das ist mir ein bisschen zu wenig, ehrlich gesagt. Und halt da oben so grünliches Gestein sieht fast aus wie zerborstenes Glas. Und das Skelett. Ist es überhaupt ein Skelett? Es sieht für mich aus wie so ein Skelett da oben links. Ich weiß nicht, was es sonst darstellen soll, aber vielleicht ist das der. Warte, ist es die Echse? Das ist nicht die Echse, nein. Das wäre seltsam. Passt vor allem nicht. Fällt also weg. Wo bin ich zu blöd, den richtigen Ort zu finden? Hier vorne? Nein. Zu viel Lava, zu wenig Land.
Und das Ding braucht ja recht viel Land, wie man sieht. Also oben ist sehr viel. Oberhalb der Lava. Ich glaube auch nicht, dass es eine dieser Spitzen hier ist. Hier auch nicht, weil es nicht passt. Die hier habe ich schon abgecheckt und das war ein Fake. Oder hier vorne. Ich gehe mal nur noch kurz... Na gut, wo soll ich da hin? Das ist zu steil. Lass mich die Markierung mal kurz wegmachen. Vielleicht ist es auch sehr nah rangezoomt. Aber selbst dann finde ich keine gescheite Spitze. So wie auf dem Bild hier? Nee. Nee, das glaube ich nicht. Da ist ja auf dem Bild wirklich so eine feste Spitze dran. Also am unteren Ende, da sieht man, dass es ganz spitz zuläuft. Aber so einen Stein habe ich bisher noch gar nicht gefunden auf der Map. Selbst spitzer als hier. Hallo Giotto Boy. Hier ist es mega spitz. Also so spitz läuft es dazu. Aber bringt mir halt nicht allzu viel, denn... Das ist auch nicht der Ort. Hier bin ich vor allem schon lang gelaufen. Oder lang geflogen. Whatever. Hier ist es nicht. Ich bin minimal verwirrt. Merkt man vielleicht. Sieht mir aber schon nach Hauptvulkan aus, so ein bisschen. Wo? Wo läuft es denn so spitz zu? Bald schlafen gehen geht tatsächlich. Die Zuschauer im Stream sind wahrscheinlich diejenigen, die nicht schlafen können. Ist es nicht so? Und jetzt seid ihr am Handy und versucht euer Schlafen gehen noch weiter hinauszuzögern. Geht schlafen, Jungs. Wenn ihr morgen aufstehen müsst. Ja, nee. Weißt du, morgen stehe ich gar nicht auf. Ich schlafe durch bis Freitag. Nein, nein. Wenn gar nichts mehr geht, muss ich googeln. Das will ich aber nicht. Warte, das nächste Bild. Das hat auch, ja, das hat auch diese komischen Arzt. Wo das ist, das sehe ich ja sofort. Ich kann auch zuerst das da machen, theoretisch. Also das wird kein Problem werden. Nur das da ist ein Problem. Warte, damit kann ich aber einschätzen, wie weit ich rauszoomen muss. Hier sind die Felsen größer als hier, heißt's. Ja, hier sind die Felsen. Hier sind sie größer als dort. Das ist weiter rausgezoomt, das ist weiter reingezoomt. Der Platz ist hier. Die Größe von dem Ding ist in etwa so. Doch, das ist gedreht. Fucking ja. Das ist wirklich gedreht. Heißt, das hier kann auch gedreht sein. Warum sind die Bilder gedreht? Das waren sie davor doch auch nicht. Oder? Bin ich jetzt blöd? Okay, dann muss ich hier wirklich... drehen, mein Köpfchen. Und gucken. Kann es genauso gut hier sein, aber das ist nicht spitz genug. Oder an dem Vulkan hier schauen. Ich halte auch wirklich Ausschau nach den Steinen da links. Spitz und an der Seite noch irgendwo kleine Steinchen. Hier nicht. Hier vielleicht? Es wird wahrscheinlich im Innenkrater sein. Ich gehe jetzt einfach rein in den Vulkan und schaue mich dort mal genauer um. Warte mal. Ich schaue mir gerade die Steine da genauer an. Was könnte das hier sein? Das könnte es aber auch nicht sein.
Nee, ich gehe da jetzt rein. Teleportiere mich zu dem Ding hier. Und schau mir mal die einzelnen Steine einen nach dem anderen genauer an. Irgendwo ist der Spot, ja. Bisher habe ich ja gar nichts im Vulkan gefunden. Da war ja der Bosskampf früher mit, also in dem Titanen. Ich hoffe, da gibt's jetzt was zu holen. Ich darf da nicht rein. Okay, ich hab's verstanden. Ja gut, was soll ich denn dann machen? Revalis Sturm ist bereit. Ey. Der Todesberggipfel. Und ich habe nach wie vor keinen Plan, wo ich hin soll. Darf ich mich sowieso nicht zu sehr nähern. Ich brauche Ideen, Vorwürfe. Vorschläge, nicht Vorwürfe. Könnt mir auch Vorwürfe machen, wenn... Warte. Holy fuck. Ist das dein Ernst? Das ist so weit rausgezoomt. Nee, oder? Doch. Das ist hier. Was zur Hölle? Da hinten. Man sieht hier die Krabbe. Man sieht hier die Krabbe. Ich dachte, die Felsen hier sind größer als die da hier. Wow. Und was auch noch schlimm ist, ich kann mich da nicht hin teleportieren, weil da einfach kein Schrein in der Nähe ist. Da müsste ich erstmal hochklettern und so, und das wäre, glaube ich, ein bisschen umständlich. Obwohl bei... Ich versuch's mal von dem Schrein aus. Immerhin, ich hab's gefunden. Das mache ich noch und dann gehe ich schlafen. Das muss ich wirklich mal. Den nächsten mache ich dann. Oder ich gehe jetzt schon. Ich mache das morgen hier. Ich weiß jetzt, wo der Ort ist. Ich habe es markiert. Ich speichere jetzt und... Bevor ich da drin jetzt noch mehr Zeit brauche, gehe ich schlafen. Damit ich morgen dann fit sein kann. Wo bin ich denn wieder gelandet? Schaue ich gleich noch, ob der Synchronisationstest, ob das Stream noch synchron geblieben ist. Schaue ich dann gleich mal nach. Bis morgen, gute Nacht und ciao.